Heißt, wir dürften eigentlich mal wieder einmal nach links wechseln. Ja, natürlich, warum sollte er mich auch rauslassen? Ich bin ja nur so ein Bus. Nur so ein Flixbus von nebenan. Das ist super. Hm? So fix fahre ich gar nicht. Der Regen ist weg. Der Regen ist weg. Das finde ich eigentlich, finde ich gut. Ne? Okay, aber die Scheibenwäsche ist noch nicht aus. Warte mal. Mach die mal aus. Josh, mach die mal aus, die Scheibenwäsche. Ja, dann lasse ich euch jetzt aber auch nicht rein. Mich habt ihr auch nie reingelassen. Bede fällt jetzt in die Seite. Mich lässt ja auch nicht mehr und rein. Es ist ja auch okay. Weißt du, die dürfen das oder was? Nur weil es KI ist, ist okay. Ne? Nur weil die enger zum Spiel gehört als ich, das macht mir auch nichts aus. Ne, in Wirklichkeit finde ich es auch in Ordnung. Nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wieder ein paar Meterchen Autobahn wahrscheinlich. Ja, Beschleunigungsstreifen am Arsch. Gut, ist aber auch recht viel los jetzt hier heute, ne? Also nach dem, vor dem, da fahre ich mal rein. Das Ghosting ist auch super. Ein bisschen mal das Ghosting anschauen, das ist klasse. Also das Ghosting ist super. Gerade wenn ihr die anderen Fahrzeuge anschaut oder mal den Bus während dem Fahren von hinten. Also das Ghosting ist klasse. Also das bietet schon Spielerlebnis. Schaut euch das mal an. Ich finde das super. Bitte beachten Sie, dieser Kommentar war ironisch gemeint. Ist, glaube ich, schon aufgefallen. Ist schon rausgekommen. So. Normales Ablendlicht reicht jetzt mal wieder. Ist das richtig mit der Sicht? Oder ist das anscheinend richtig so? Na gut, 60 Kilometer haben wir es noch. Frankfurt Airport. Dann sind wir aber auch nicht weit gekommen, sondern haben nur ein paar Fahrgäste eingeladen. Na gut, ist auch nicht verkehrt. Aber das hier soll Ablendlicht sein. Na gut, es wird auch schon hell. Das ist schon... Wird schon ein bisschen so stimmen. Das ist auch Teil der Unreal Engine. So, da dürfen wir einmal raus. Frankfurt Airport. Ein paar kurze Auf- und Abfahrten. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. 50 und jetzt wieder 70. Okay. Hier könnte ich auch nicht entscheiden. Wenn ich hier 70 fahre, dann verreißt es mir aber alles. Vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, wenn ich hier 70 fahre, dann verreißt es mir echt alles. So, wo muss ich überhaupt hin? Rechte Spur. Gut. Mehr will ich gar nicht wissen. Das hier ist also Frankfurt Airport. Sieht aber auch irgendwie... Das gefällt mir wieder, weil das halt komplett anders aussieht als der Rest. Also ich glaube, dass die Entwickler nur sehr viel Wert auf die Stellen gelegt haben, die irgendwie Rebels haben. Nein, die irgendwie bekannt sind oder so. Diese ganz kleinen, unbedeutenden Städte wie Karlsruhe zum Beispiel, habt ihr keinen Wert gelegt. So, langsam über die Trempels, weil vorher haben sie gemeckert, ob ich echt langsam über die Trempels gefahren bin. Schauen wir uns das mal von außen an. Okay, vorbei. Hm. Ich würde gerne Screenshots machen. Man kann ja aber mit Steam Screenshots machen. Warte mal. Anscheinend nicht. Naja gut, dann ist es halt nochmal so. Da kannst du nichts machen. So. Ach, und für was, wenn die Spur ist eigentlich da? Ist okay. Nee, es macht mir auch nichts aus. Boah, Leute. Bleibt halt stehen. Nee, es ist ja okay. So, die Polizei, die lasse ich nicht rein. Gut. Ey. Ich wollte gerade sagen, die lässt sich selber rein. Das tut sie wirklich. Ist okay. Jetzt schauen wir mal von außen den Bus an, wie der über die Trempels fährt. Weil das haben sie mal im Death Diary gezeigt. Das fand ich physikalisch eigentlich ganz gut gelungen, das mit den Achsen. Aber der Rest irgendwie nicht. Sonst schauen wir uns mal die Achsenphysik an dabei. Das sieht eigentlich gut aus. Da kann ich echt nichts dagegen sagen. Also die restliche Fahrphysik, gut, das ist halt ein Teil für sich. Aber die Physik, die ist gelungen. Auch wenn das irgendwie... Ich glaube, die wenigsten interessiert. Aber es ist, finde, das ist gut gelungen. So. Nach vorne Frankfurt Airport. So. Aber cool hier. Das sieht halt anders aus als die anderen Städte. Deswegen gefällt mir das hier, glaube ich, auch. Ja, machen wir einmal hier. Was ist da gerade in den Boden gefallen? Frankfurt Airport freigeschaltet. So, machen wir einmal hier. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu spät. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir zu spät sind. Lass einfach mal den Motor an, weil wir haben ja keine Zeit, ne? So, Gepäckluke auf. Alle aussteigen, alle einsteigen. So, Frankfurt Airport, München. Alles mal Express-Check-In hier, so. Konstanz haben wir dabei. Sind wir dabei? Einsteigen. Augsburg haben wir dabei. Nächster bitte. Hier, da hinten. Frankfurt, ja. Einsteigen bitte. Brauche ich auch nicht Fernbus fahren, wenn ich ehrlich bin. Von Frankfurt Airport nach Frankfurt fahren wir schon auch Linienbusse. Aber hey. So, München. Sind wir dabei. Sie da. Sie da hinten. Frankfurt Hauptbahnhof. Sind wir dabei. Haben wir alle drin. Schauen wir mal. Frankfurt Airport. Check-in ausstehend. Keine mehr. 6.46 Uhr. Frankfurt Airport Abfahrt 7 Uhr. Hätte ich gar nicht beeilen brauchen. Heißt, wir hätten noch ein bisschen Zeit. Und wir haben jetzt halt alle Leute drin. Das heißt, ich könnte mich aber ein bisschen umschauen. Das gefällt mir. Das ist cool. Wenn man mich das jetzt anschaut, das gefällt mir jetzt wirklich. Also klar, die Texturen jetzt nicht. Aber gut, das hier schon.
Das ist cool. Also das ist schön. So alle Gebäudetexturen finde ich von außen überall super, die man von außen sehen soll, aber da überall muss reingehen. So wie hier zum Beispiel, das ist halt... Ich komme auch gar nicht weiter. Naja. Aber das hier ist echt schnieke. Also das gefällt mir jetzt. Also das gefällt dem Josh jetzt. Und das findet der Josh super. Ducka, 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 ducka. Doch, das mit dem Licht im Bus. Aber ich würde sagen, wir können da schon mal langsam weiterfahren. Weil irgendwann werden wir doch irgendwie Verspätung bekommen durch Gründe. Ach so. Gepäcklappen. Klappt ja schon super mit dem Nix vergessen. Ne? Das klappt super. Das Gepäck klappt super. So, einmal rein. Türchen, Türchen. Das ist laut hier. Hier ist echt laut. Und noch einiges an Verkehr. So, nach dem Taxi. Drück uns einfach mal rein. So, ich glaube, so musst du ja auch echt fahren. So, nächster Halt ist Frankfurt. Klimaanlage zu kalt. Ja, pff. Was will ich da machen? Ich kann da nicht drücken auf kalt und warm, wie ihr seht. Also, das da kann ich einstellen. Ja, oder muss ich jetzt mir Shortkeys dafür belegen? Steuerung. Fahrzeug. Nicht, dass ich die anders belegt habe. Klimaanlage, wärmer. Und Ü. Okay. Mit Toll, dass das auch funktioniert. Dann ist sie aber wahrscheinlich auf Automatik. Ja, dann kann ich auch nichts dafür, dass die Klimaanlage nicht richtig temperiert ist. Dann tut mir das leid. Ich habe jetzt Ä und Ü gedrückt und das kann ich auch nichts machen. Ne? Dann kriege ich halt dafür Minuspunkte. Ne? Das macht mir auch nichts aus. Nee, es macht mir wirklich nichts aus. Doch, macht's mir. So, Frankfurt. Fährst zu schnell. Och, Leute. Weil hier 30 waren, oder was? Aber hier sind jetzt wieder nicht mehr 30, oder was? Doch, hier sind wir noch 30. Klar, auf der Autobahnauffahrt fahre ich 30. Leute, was habt ihr für ein Verständnis von Autobahn? So. So muss auf der Autobahn fahren. Genau mit so einer Geschwindigkeit. So muss das. So ist das. So ist das gut. Ne? Ich hoffe mal, dass das Spiel nicht abschmiert oder so. Aber das ist mir eigentlich noch nicht passiert. So, Leute, ihr könnt davor noch gerne ein bisschen schneller fahren. Ach, ich muss abfahren. Nee, es ist die Kurve. Hä? Nee, nicht abfahren. Frankfurt am Main. Erfurt Darmstadt wäre hier. Abfahren muss ich nicht hin. Okay, gut. Wie gesagt, ich schaue es ein bisschen. Aber das ist übertrieben mit dem Sonneneffekt. Das. So sieht das nicht gut aus. Vor allem, weil dann solche Sachen wie die Scheiben der Autos. Sieht es, dass die anders aussehen. Das ist ein bisschen heftig, finde ich gerade. Man kann auch das Sonnenrollo runterlassen. Ja, aber es bringt in der Höhe nicht viel. Deswegen bleibt das mal alles so, wie es ist. So. Ich bin am Überlegen, ob ich ein bisschen die Spur weit nach weiter links wechsle. Aber um die hier vorne zu überholen, ich bleib mal hier. Ich bin aber ein seriöser Busfahrer. Wir haben auch ein bisschen mehr Zeit vor allem. Und das, dann reicht das auch, ne? Und wenn die Leute pünktlich da sind, dann kann man auch mal früher losfahren. Also das ist mir auch schon aufgefallen beim Mitfahren im Fernbus. Da fahren die dann auch schon gerne mal los, wenn alle da sind. Check-in ist abgehakt und dann passt es auch. Aber ich bin auch damals mit dem Fernbus gefahren. Ich weiß gar nicht, wo sein Ziel war. Es war auch ein Nachtbus. Und da wollten noch Leute mitfahren. Und der Bus war voll. Also hier ist es so häufiger mal der Fall, dass man trotzdem noch Leute mitnehmen kann. Aber da war der Bus dann komplett voll. Er hat die echt abweisen müssen. So, und du bleibst auf deiner Spur. Ja, blink alle links, machen dann nichts. Oh, ich muss abfahren. Ach, die Spur geht auch ab. Jo, geil. Party. So, ich weiß nicht, wie lange das gut geht hier auf der Spur. Das kann ich euch nicht sagen, liebe Leute. Ich würde trotzdem gerne mal... Ich bin als Bus einfach... Ja, nee, es tut mir leid. Ich habe ganz lang geblinkt. Ich habe ganz lang geblinkt, liebe Leute. Das tut mir leid. Also, kann ja auch nichts machen. Ich habe ganz lang geblinkt. War schon neben vorbei. Und dass der dann von rechts hinten ankommt, da kann ich dann auch nichts machen. Also, diese Kurve, ey. Also, das ist heftig. Hui. Du musst viel zu weit lecken in den Kurven. Und Kibbeling ist trotzdem noch da. Hat jemand Hunger auf Kibbeling? Wegen, weil der Bus kippelt und so. Das ist dann lustig. Haha, versteht ihr? Kibbeling. Und Dead by Daylight und niemand. Okay. Oh, ja, ich merke, dass es warm wird. So, Frankfurt am Main. So, man sieht aber auch im Spiel echt sehr spät. Naja, gut, das wird schon seine Richtigkeit haben. So, ich fahre noch weiter rüber. Wenn er nicht wieder angerauscht kommt, Idiot. Aber das Wasser gefällt mir. Das Wasser sieht cool aus. Gut, und das Navi mit seiner Meteranzeige, das funktioniert auch gut. Aber hey, so, Frankfurt am Main, einmal abfahren, genau, Wunderbärchen. Ist eh nur eine Spur zur Abfahrt, aber viele, viele Spuren hier. Aber dass zu wenig los ist auf den Straßen, beschwere ich mich nie wieder drüber, nie wieder.
Da ist echt genug Lust. Nur an den Fußgängern, da sollte man vielleicht noch ein bisschen schrauben. Hörst du, kann man da Menschen schrauben? Ja, das kann man bestimmt. Wenn man zum Beispiel Chirurg ist oder so. So, nur nach links. Bundesstraße nach links. Boah, toll auch, dass Frankfurt so groß auf dem Schild draufsteht. Als einziges Ziel. Das ist bestimmt... Ist das Schild in der Realität an der Stelle genauso. Hm? So ganz klein aufgedruckt Frankfurt und so ein mega fettes Schild. Ist schon richtig. Also kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Das muss so sein. Das ist Qualität. Hör schon mal, aber das Spiel nicht immer so nieder. Ja. Mir fallen halt nur Sachen auf. So, rechte Spur, wie es aussieht. Und geradeaus. In Richtung Frankfurt Innenstadt. Hier wird es wieder nur in Richtung Autobahn gehen. A3 nach Würzburg. Okay, so, da vorne. Kannst auch mal fahren. Hä, blinkt der gerade auf beiden Seiten? Also, entweder bist du blink auf beiden... Ach, dann fahr doch auch. Was haben alle in der Fahrschule gelernt? Wenn er jemanden die Vorfahrt nimmt, dann gibt er aber auch Gas. Dann zieht er es aber auch durch. Wenn nicht zögern oder so, sondern wenn er jemanden die Vorfahrt nimmt, dann zieht er aber auch durch. Dann zieht er es durch. Aber Frankfurt, das finde ich aber von der Silhouette her, finde ich, passt das sogar irgendwie. Also das gefällt mir schon wieder eher. Frankfurt, da sind wir angekommen mit dem Fernbus. Tatsache. Schau ich mir das mal an. Da bin ich nämlich mal angekommen. Da bin ich auch schon mal gewesen. Boah, wie schon oft gewesen mit welchen Bahnhöfen. Hamburg am ZOB, in Berlin am Fernbusbahnhof. Boah, ich kann voll viel erzählen eigentlich hier drüber. Ist ja geil. Es fällt mir jetzt eigentlich erst auch so, wenn man ein bisschen hier so ein bisschen drüber fährt, wo man eigentlich schon über alles gewesen ist. Und wie man nicht reden kann, weil man zu blöd ist, weil man halt Josh heißt, ne? Kannst auch nichts machen. Ich trinke wieder ein kleines Stück von meinem Eiskaffee, das ist ja auch dem Ende zu. Da ist auch kein Eis mehr drin, aber es ist halt doch Kaffee mit aufgelöstem Eis. Schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ja, kalter Kaffee macht schön. Ich kann es gebrauchen. So. Dann schauen wir mal, dass wir nach Frankfurt reingucken. Boah, aber erst der dritte Halt und ich habe schon eine Weile aufgenommen. Ich bin echt mehr gespannt, wie lange wir heute unterwegs sein werden. Also ich habe ja schon mal versucht zu berechnen, wie lange das ungefähr braucht und ich bin zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen. So eine Zeit zwischen... Was war das? Eine Zeit zwischen... 1,5 Echtzeitstunden und irgendwie 7 Echtzeitstunden. Aber es kann irgendwie alles nicht. Also ein paar gäbe es immer zwischendrin. Dann gab es auch noch die Angabe von den Entwicklern, dass alles im Maßstab 1:10 ist. Also dass du diese Stunden im Prinzip durch 10 teilen kannst. Oder bist du im Prinzip richtig. Heißt, es wären dann 1,7 Echtzeitstunden. Im Prinzip, wenn es 17 sind, durch 10 sind 1,7. Kann ich mir aber irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, wenn das alles im Maßstab 1:10 sein soll und du quasi für eine Route dann immer ein Zehntel der Zeit brauchst, das wäre irgendwie so das Kleinstergebnis gewesen und dann war das noch so verglichen mit meinen anderen Let's Plays, die ich bisher gedreht habe, habe ich das ein bisschen strecker als Maßstab genommen, aber hey, ne, ich habe ein bisschen Zeit genommen und genau, da haben wir auch ein paar Völkchen, ne? Aber Frankfurt, muss ich sagen, sieht von der Gestaltung her der Stadt echt anders aus als der Rest. Also der Rest sieht irgendwie so einheitsbrei aus, aber hier sieht es echt anders aus. Andere Vegetation, andere Straßen, andere Kreuzungen. Vor allem auch längere Abstände zwischen den Kreuzungen stellenweise. Und vor allem viel Grün. Das ist mir in den anderen Städten so nicht aufgefallen. Diese ganzen Grünstreifen da links zum Beispiel, den habe ich in anderen Städten habe ich den nicht gesehen. Also cool, also Frankfurt gefällt mir. Und auch nicht so viele komische Dreierkreuze mit so drei Spuren, sondern solche Kreuzungen. Die gefallen mir irgendwie wesentlich besser. So. Wir dürfen kippeling. Wir dürfen geradeaus, das heißt, ich darf auch mal hier auf die Spur. Ich habe jetzt nicht geguckt, ich weiß. So, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Also im Prinzip sollte es eigentlich passen, dem Navi einfach nachzufahren, gell? Tatsache, einmal rum, wunderbar. Heißt, da rechts dürfte... Also am Bahnhof stimmt auf jeden Fall, das ist gar nicht mal verkehrt. Das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Fernbusding am Bahnhof, das stimmt. Also in Fußreichweite zum Hauptbahnhof, das ist richtig. Ich habe jetzt ein bisschen Karlsruhe keinen Hauptbahnhof gesehen, deswegen war ich da so ein bisschen deprimiert. Und vor allem, ich habe mir mal Mannheim angeschaut. Kann ich euch mal auch ans Herz legen. Das könnt ihr per Google Street View anschauen. Das ist komplett anders. Das ist quasi unterhalb eines Parkhauses. Gehst du ebenerdig und dann hast du solche Bussteige, wie in... Also wie das häufig in so osteuropäischen Ländern der Fall ist, wo dann der Linienbus auch an solchen Bussteigen hält, wo du so schräg immer reinfährst. Also ich kann das schlecht erklären, aber schau dir das mal an. Und dann vergleich das mal mit dem Fernbus Mannheim. Also das ist
Entschuldigung, das ist echt erbärmlich. Also wenn man sich dagegen anschaut, wie gut Hamburg zum Beispiel geworden ist, also zumindest mit wie viel Wiedererkennungswert, dann ist das echt erbärmlich. Und das ist in keinem Verhältnis irgendwie. Das finde ich echt traurig. Und auch Karlsruhe. Ich schäme mich, Karlsruhe als Ausgangspunkt genommen zu haben. Aber, liebe Leute, ich kritisiere nicht nur, mir gefällt zum Beispiel Frankfurt hier ganz gut. Nur das Licht ist gerade irgendwie so, weiß ich nicht. Die Lichtstimmung gefällt mir gerade. So zumindest nicht ganz so gut. So ist so hell. So in den Himmel gucken geht. Aber als andere ist so. Ne? Dann schauen wir mal, ob wir pünktlich sind oder nicht. Ich habe so das Gefühl, dass der Fahrplan recht positiv gestrickt ist. Und hier ist zum Beispiel auch wieder, hier sieht es komplett anders aus. Die ganzen Bänke hier, die Bäume, die Fahrräder hier, das ist anders. Das gefällt mir wieder. Das finde ich cool. Weil das einfach auch das Gefühl hat, man ist jetzt in einer anderen Stadt drin. Das ist nicht alles einheitsbrei wie bei den anderen. Ich glaube, ich sollte nur noch große Städte anfahren. Ich hätte einfach nur Frankfurt, Flughafen, Frankfurt, München. Und das war's schon, ja. Also wir sind, glaube ich, die größten Städte, die wir jetzt heute anfahren. Ich hätte einfach nur so fahren sollen.